Yo, 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 was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meiner guten Suchon. Wie im letzten Video schon angekündigt, falls es jemand noch nicht gesehen hat und wissen will, wie man an der Suchon einfach mal ein paar PS gratis dazu bekommt, dann solltet ihr auf jeden Fall das alte Video von mir auschecken, das letzte, was ich hochgeladen habe. Und ja, in diesem Video geht's, was ich über den Winter an meiner Suchon verändert habe. Eigentlich an so einer weißen Wand wäre es ganz nice. Ich glaube, die ist ganz chillig. So, ich steige jetzt mal ab, mach die Karre aus und seht euch sie an. Man wird wahrscheinlich jetzt nicht gerade viel erkennen. Ich ziehe mal meine Jacke aus, weil mir bumswarm ist. Und zwar, was habe ich denn? Jacke ist auch schon gut dreckig. Hose ist auch schon ein bisschen nass. Nice. Ja, ich habe einen neuen Hinterreifen. Ich blende euch einfach mal ein Video ein, was mit meinem alten Reifen passiert ist. Da ist mein Geburtstag dazwischen gekommen. Ja, jetzt habe ich hinten wieder einen Steuerreifen oben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Würdet ihr sagen, ich nehme erstmal die Brille runter. Was meint ihr? Soll ich mir einen Supermotorradsatz kaufen? Ich weiß es nicht genau. Irgendwie macht es halt einfach saumäßig Spaß, Wheelies zu machen. Ja, bin ich am Überlegen, ob ich einen kompletten Supermotorsatz kaufe, weil das wäre halt deutlich einfach zu installieren. Einfach nur Vorderrad raus, Hinterrad rein, Vorderrad rein. Dauert in der Regel maximal eine halbe Stunde. Wäre vielleicht eine ganz coole Sache, weiß ich nicht. Sagt mal eure Meinung dazu. Würde mich interessieren. Also, ich habe einen neuen Hinterreifen gebraucht. Dann habe ich mir gestern erst, weil ich das erste Mal wieder gestern gefahren bin, habe ich mir neue Bremsklötze hinten drauf gemacht. Und weil ich gedacht habe, beim Wheelies fahren ist irgendwie die Bremskraft nicht so wirklich da. Ich dachte, das lag an dem Belegen, ich würde mal sagen minimal, vielleicht jetzt besser. Ich habe jetzt aber noch zusätzlich an der Rekuperation ein bisschen was rumgeschraubt an dem Top-Controller, dass es auch rekuperiert, wenn ich vom Gas runtergehe. Und so dadurch hast du sozusagen eine Motorbremskraft noch zusätzlich. Und dann ist es deutlich besser, weil wenn ich zu weit auf dem Kipppunkt bin und ich bremse trotzdem, obwohl ich sie voll durchziehe, habe ich einfach das Problem, dass sie manchmal einfach nicht mehr rüberkommt. Letztes Mal hat es mich dann wieder geschmissen wegen dem Dreck, weil die Bremsen halt einfach... Ja, die sind halt fürs Gelände okay, für die Straße sind sie halt nicht so nice. Dann habe ich mir zusätzlich vorne, ich habe mir jetzt einfach mal entschieden, dass ich mir eine neue Bremsscheibe kaufe. Und das ist von, ist die von Magura? Ich glaube Magura Bremsscheibe plus so einen Adapter braucht man dann dafür. Hat mich, glaube ich, so um die 80 Euro gekostet. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. Gibt es bei eMoto X, da habe ich es her. Ich verlinke es euch einfach mal unten. Dann habe ich mir noch Blinker vorne geleistet. Gibt es auf Amazon. 4 Stück habe ich gekauft. Ich glaube 20 Euro, wirklich sehr, sehr günstig. Funktionieren tadellos. Ich kann ich ja mal anmachen. Also blinkt eigentlich tipptopp. Den ersten habe ich mir auf jeden Fall schon mal hier abgerissen. Es hebt noch so. Ich hätte zwar noch 2 zu Hause, aber dann müsste ich das alles wieder umschrauben. Ah, genau. Und das habe ich auch an dieser früherigen Lichtmaske. Sind hier so vier Punkte und die habe ich einfach hohl gebohrt, einfach ein bisschen größer gebohrt und dadurch, genau hier sieht man es eigentlich ganz gut, hier wäre es, ich hole mal mein Handy dazu, ich habe jetzt mal meine Kamera dazu geholt, hier sind es die neuen Blinker, ich mache sie auch nochmal an, dass ihr es sehen könnt, die sind ziemlich hell, sind geil, auf jeden Fall aber auch schon abgerissen, einmal im Gelände gewesen und schon kaputt. Geiles Licht und genau, ursprünglich sind hier ja 4 von diesen Aufnahmen und die habe ich dann einfach größer gebohrt und dadurch kann ich dann einfach den Blinker dann da durchschieben und festschrauben. Ziemlich einfach, mit wenig Aufwand viel erreicht. Hier seht ihr nochmal die Bremsscheibe, die Magura Bremsscheibe plus diesen Adapter, das ist der hier, der entlang läuft. Dann tut man einfach dazwischen schrauben, da sind extra Schrauben dabei. Sehr, sehr einfach gemacht. Extra neue Schrauben auch für die Aufnahme. Und das war's dann eigentlich schon. Dann geht's weiter. Dann habe ich noch hier einen neuen Spiegel verbaut. Sehr, sehr geil. Blau getönt, eh geprüft. Beim Moped braucht man, glaube ich, nur einen. Sieht geil aus. Und
Den kann man hier verdrehen und hier um die Achse drehen. Das ist eigentlich ein richtig, richtig guter Spiegel. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Ist auf meinem Kanal verlinkt. Ich glaube, so vor 10, 15 Videos. Naja, 10 maximal, glaube ich. Videos habe ich das auf jeden Fall gezeigt, den Spiegel. Genau, und dann habe ich jetzt hier noch die neuen Bremsklötze. Die müssten auch von Magura sein. Ich blende einfach mal einen Karton nochmal ein. Ich habe auch leider noch keine geile Weste gefunden fürs Fahren. Ich fahre hier gerade mit meiner Regenjacke. Oh krass, hier hat sogar jemand das Fenster eingeworfen. Und ist dann da sicher eingestiegen. Boah, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber krass, wie das einfach verlassen wird. Verrückt. So schade. Und hier stehen richtig, richtig viele von diesen Gebäuden. Boah, das sieht aber richtig alt aus und vor allem schimmelig. Ich verstehe gar nicht, warum man immer so alles beschädigen muss, nur weil es verlassen ist. Oh, hier wurde auch eingebrochen. Oh ja, da waren auch welche drinnen. Krass. Was meint ihr, soll ich da mal reingehen? Könnte man das mal in einem anderen Video machen? Einfach mal erkunden, was hier so abgeht. Eigentlich richtig schöne Apartments. Schade. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und falls ihr kommende Videos nicht verpassen wollt, dann könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. Dann würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Und dann bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss Leute.